Ja, einen schönen guten Tag, ihr Lieben. Ich genieße gerade volle Kanne hier das Wetter. Ich bin gerade hier unterwegs in meiner schönen Heimat. Ich genieße die Sonne. Ich habe fast einen blauen Himmel. Ein paar Wolken sind zu sehen, aber ja, das macht mir nichts aus. Solange die Sonne scheint, ist alles gut. Ja. Während ich so spaziere, komme ich so auf ein paar Gedanken, was man mal wieder so als nächstes sagen könnte. Und ich möchte auch ein bisschen was zu dieser Greta Thunberg sagen. Ja, sie wird ja jetzt sehr viel gehypt. Viele feiern sie, viele finden das toll, ja, was jetzt hier passiert. Schüler gehen auf die Straße fürs Klima. Und immer wenn so ein Hype entsteht, so plötzlich aus nichts, ja, und Leute gefeiert werden, so ganz plötzlich, sehe ich das mir ein bisschen kritisch an. Und ihr solltet das unter Umständen auch tun. Ja. Es ist schwierig. Ich sage nicht, dass man nichts machen soll. Natürlich soll jeder für seine Sache auf die Straße gehen. Ja. Ich war zum Beispiel auch schon bei einigen Demos dabei. Also ich lehne das natürlich nicht ab. Die Frage ist jetzt aber, warum passiert das jetzt alles? Ja. Warum muss unbedingt ein Kind, ein 12-jähriges Mädchen, dafür herhalten? Ja, meiner Meinung nach wird sie dafür ganz schön, wie soll man sagen, in Anführungsstrichen missbraucht oder ja, dient es als Instrument dafür. Ja, wo ich mich dann frage, tut ihr das wirklich gut? Also so auf längere Sicht gesehen, ja, in die Zukunft geblickt. Das bin mir ziemlich sicher, dass das irgendwann bei ihr auch Spuren hinterlassen wird, ja. Sie hat bestimmt viele Auftritte, ja, in ihren Kundgebungen. Da ist sie bestimmt auf vielen Bühnen jetzt unterwegs oder muss viele Interviews geben und was da nicht alles noch dazugehört. Wo ich mich frage, tut das wirklich einem so jungen Mädchen wirklich gut, jetzt so plötzlich im Rampenlicht zu stehen, ja. Ich sag, die Sache wird nicht gut ausgehen. Es ist nur eine Frage der Zeit, lass ein paar Monate vergehen oder spätestens nach einem Jahr. Da interessiert sich keiner mehr, was sie getan hat, dass sie großartig fürs Klima auf die Straße gegangen ist. Ja. Was ihr selber persönlich zum Thema Klimawandel haltet, darüber möchte ich jetzt noch nichts sagen. Da müsst ihr selber entscheiden, ob es da jetzt sowas gibt wie einen Klimawandel oder nicht. Da werde ich jetzt nichts zu sagen. Aber ich persönlich, da mögt ihr mich jetzt, ja, mögt es nicht gut finden, das ist mir auch, ja, eigentlich egal, ich sage jetzt trotzdem meine Meinung, dass ich es nicht gut finde, dass diese Kinder und diese Jugendlichen auf die Straße gehen. Warum? Warum? Warum an einem Freitag? Warum vormittags, wo eigentlich Schule wäre? Ja, die Frage, die ich immer wieder dann habe, würden sie das auch mit der gleichen Leidenschaft am Wochenende machen, wo sie dann die Zeit dazu hätten? Oder in den Sommerferien, ja, wo noch viel mehr Zeit ist, was zu tun? Ja? Wie groß ist da das Interesse am Klima, ja, an unserer tollen Umwelt, die wir haben, ja? Seid ihr da auch so aktiv und geht auf die Straße oder ist es nur jetzt dieser Freitag, ja? Das ist was mir so durch den Kopf dann schwirrt, ja? Naja, aber solange unsere tolle Bundeskanzlerin das ja absegnet, ist ja alles gut, ne? Kann man das ja ruhig machen. Ich persönlich finde es nicht so gut und wie gesagt, alles, was gehypt wird, das hat auch irgendwann mal ein schnelles Ende. Ja? Einen schnellen Aufstieg und umso ein schnelles Ende wieder. Naja. Ja, das waren so meine Gedanken dazu. Also, ich sehe es sehr kritisch. So, ich werde jetzt hier noch ein bisschen weiter das Wetter genießen. Und ich wünsche euch auch noch einen schönen Tag. Geht selber raus, genießt die Sonne. Ja, beobachtet die Natur, die Tiere. Es lohnt sich. Das ist eine Sache, die, finde ich, auch viel zu kurz kommt. Einfach mal bewusst zur Ruhe zu kommen und sich einfach mal umzuschauen, wie schön wir es hier wirklich haben. Macht's gut!